Die Analyse des Autors Johann Wolfgang von Goethe. Nach drei, Stellung des Autors in der deutschen Literatur, Biografie über das Genre und so, über das Werk, Grundgedank, Komposition, Kurzinhaltswiedergabe, Analyse. Johann Wolfgang von Goethe ist der hervorragende Repräsentant der klassischen deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts und der Weltliteratur. Er ist weltberühmt als Lyriker, Prosaiker, Dramatiker, Naturwissenschaftler und Philosoph. Er ist in Frankfurt am Main in einer reichen Bürgerfamilie geboren. Er hatte Jurastudium in Leipzig, Dresden, Straßburg. Er wurde Staatsmann von Weimar. Seine bedeutendsten Werke sind Faust, Die Leiden des jungen Werthers, Iphigenie aus Taurisam und zahlreiche Gedichte, Balladen wie Erlkönig oder andere. Genre des Textes. Die Ballade ist ein erzählendes Gedicht mit einer stark dramatischen Handlung, der Erlkönig. Es ist ein poetisches Genre, in dem lyrische, epische und dramatische Elemente zusammenwirken. Das Lyrische ist eine starke subjektive Haltung und Gefühle des Autors. Das Epische ist die Erzählung, das Dramatische kommt in der sich stimmlich entwickelten Handlung im Dialog. Als Stoff dienen handlungsreiche, tragische Ereignisse, Leid und Liebe, märchenhaftes und realistisches Kampf für Freiheit, Würde des Menschen, Gefühle, die Eigenart des Baus bildet, die Abwechslung berichtet und des Dialogs. Verszeile sind in der Regel kurz. Eine große Rolle spielt Wiederholung. Der Umgang Umfang der Strophen sind unterschiedlich. Die Lexik ist expressiv, gehoben, umgangssprachlich archaisch. Archaismen und Historismen verleihen dem Text historisches Kolorit. Wichtige Themen sind Kritik der Gesellschaft und Menschen, die Kunst, es benutzt Ausrufe, Aufforderungssätze in direkter Wortfolge. Fünfte. Es war kurz über das Werk. Der Grundgedanken lässt sich folgenderweise formulieren. Der Dichter behauptet, die menschliche Freiheit zum Geboren und zum Leben, zu den Gefühlen, alles hat Gottes Willen. Alles hat Gottes Willen. Das Gedicht enthält vier Strophen. Die Ballade ist eine kompositorische Ganzheit. Die erste Strophe ist die Anrede einer Frau zum Gericht. Die zweite Strophe ist die Beschreibung des dritten Strophe enthält die geliebte nationale Stellung der Frau. Die vierte Strophe enthält die Bitte der Frau. Es handelt sich um eine Frau, die das Kind im Leib trägt und sie steht von dem Gericht. Sie wendet an Herr Pfaffer und Herr Amt, sie beschreibt seinen Mann wie lieb und gut. Sie bittet um sie in Ruhe sich lassen. Die erste Strophe führt in die Situation ein. Das Gedicht ist ein ganz Monolog der Frau.
Die Sprachlexik ist sehr emotional ausdrucksvoll, persönlich und umgangssprachlich veraltet. Es ist nicht erlkönig. Es ist eine andere Geschichte, ich weiß nicht welche. Faustmilch, vielleicht. Persönlich und umgangssprachlich veraltet. Es gibt Ausrufesätze, die Expressivität verleihen. Der Autor gebraucht und seine schätzende Epithen, lieb, gut, der Archaismen, die Hure, Weibleib, Horn, verleihen dem Gedicht ein historisches Klarit. Derzeit ist Mittelalter. Derzeit des Mittelalters. Das Gedicht enthält dramatische und epische Elemente und ein Monolog in die Erzählung. Der Autor drückt Sympathie zur Frau. Er gestaltet sie als stolz, energisch, frei, kühn, Pfaffer und Amtsmann. Sind unbekannte Personen, verkörpert die Kirche und Macht. Der Stil ist poetisch und gehoben. Die Wiederholung es ist mein Kind, er bleibt mein Kind. Äußerst die Behauptung und steigert die gehobene expressive Färbung des Textes. Der tiefe Inhalt und die meisterhafte poetische Form des Gedichts reihen es in die schönsten Werke der deutschen Kunstballadendichtung ein. So. Es war alles. Die tiefe Inhalt und die meisterhafte poetische Form des Gedichts reihen es in die schönsten Werke der deutschen Kunstballadendichtung ein. Es war alles. Über Analyse, das Gedicht von Goethe. Dankeschön, liken, sharen und unterstützen. Auf Wiederhören.